Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Mina und heute zeige ich euch, wie man einen französischen Zopf macht bzw. flechtet. Es ist sehr einfach, schaut kompliziert aus, ist aber einfach. Man kämmt die Haare am besten zurück und nimmt von vorne eine Partie raus. Und teilt diese in drei Stränge ab. Dann nehme ich den linken Strang über den mittleren Strang. Und dann den rechten Strang über den mittleren Strang. So. Jetzt nehme ich immer wieder Haare von links und rechts hinzu. Also jetzt nehme ich von links Haare dazu zum linken Strang. Der geht dann über den mittleren Strang. Und dann nehme ich Haare hinzu zum rechten Strang. Und den gehen wir wieder über den mittleren Strang. Dann nehme ich wieder Haare von der linken Seite zum linken Strang. Gebe dann wieder den linken Strang über den mittleren Strang. Dann nehme ich wieder Haare von der rechten Seite zum rechten Strang. Dann geht wieder der rechte Strang über den mittleren. Ihr könnt den Zopf locker oder fester machen. Das ist jedem selber überlassen. So, wenn man so frisch gewaschene Haare hat, wie ich hier bei meinem Modell, dann wird der Zopf eher ein bisschen lockerer. Wenn ihr aber schon ein bisschen, würde ich sagen, fettige Haare bzw. nicht gerade frisch gewaschene Haare gehabt, dann kann der Zopf viel strenger geflochten werden und dann sieht das aber auch sehr schön aus, obwohl man zuvor gedacht hat, ja, ist ein Bad Hair Day, aber dieser Zopf rettet den Tag. Natürlich werden auch am Ende auch die Haare von unten mit eingeflochten. Bis man alle Haare reingeflochten hat. Wie zum Beispiel hier seht ihr es ganz gut. Der letzte Strang, der rechte, der geht nochmal in die Mitte. Dann habt ihr immer noch drei Stränge. So soll es sein. Und ihr flechtet die Haare einfach ganz normal,
wie einen normalen Zopf. Zu Ende. Sehr schön, dass es so lange Haare hat. Der Zopf ist, wie gesagt, ein bisschen lockerer und nicht ganz fest. So, und jetzt könnt ihr von oben, seht ihr, die Stränge immer wieder zusammenkommen. Überall auf der Seite sehr locker, wie gesagt. Und auf der anderen Seite auch. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.